Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt er hier in Gentsy's Journal. Muss mir das Sorgen machen? Dass uns das Spiel gerade mit Gegenständen versorgt, ohne Ende. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass mir das was sagen sollte. Ich habe dich gesehen, Ella Badge. Anchor crew. Wir sind dann schon flott, Jungs. Fangen mit dem da mal an. Ein magischer Panzer. Paul-Panzer? Oh, der Crit hat mir gut gefallen. Okay, der stirbt jetzt wahrscheinlich fast am Kollateralschaden. Verteidigung! Jeder sollte welche haben. I needed that. Na gut, dann klatschen wir ihn. So, dann einmal hier sprunghaft. Acht, neun, zehn. Nee, das reicht nicht. Das da reicht. Oh, Elani. Kann dann den da schon mal angreifen. Oh, der lebt noch. Wie ungebührlich. Anyone else? So. Verteidigen hier weiter. Ja, läuft schon. Ja, das war klar, dass es noch nicht geschafft wird. Aber jetzt sollte das. Echt 28. Komm. Kapang. That's one way to do it. Ich gehe nicht in den Nebel, ich bin ja nicht bescheuert. They must be tested to grow. Zwei Hexer und ein Foliant. Auch der Foliant hat ein unglaublich geiles Charakterdesign, darf ich das mal so sagen? Dann fangen wir diesmal beim Foliant an.
Sorry. So. Und noch ein bisschen Überladung sammeln. I warned ya. Alle so ein bisschen andetschen. Ja, kommt, wenn der da oben den magischen Panzer hat, dann machen wir hier unten erstmal weiter. Brown baut wieder seine Verteidigung auf. Finde ich gut. Gar keinen Sprunghaft. Das habe ich verpasst. Dann datchen wir hier nochmal an. Jetzt soll es dann eigentlich fast reichen. Naja, nicht ganz so fast, wie ich es gerne gehabt hätte. Machen wir das so. Jetzt können wir hier dann noch durchgehen. So. Bis hierhin war das Ganze ja recht geradlinig. Untere Zellen sind ein bisschen verzweigter. Okay, hier geht's ganz klar weiter, aber wir wollen natürlich alles erkunden. Careful, this thing's loaded. Oh, wie fies. Kurz einmal gucken. Nee, die Bücher müssen zuerst weg, glaube ich. Oder? Wahrscheinlich kriegen wir die Maske einfach schneller mal tot. Das wird der entscheidende Punkt sein. This is fun. Ja, Maske schneller tot. Ist definitiv der richtige Call gewesen. Wenn ihr jetzt alle nicht unbedingt ausbund von Zähigkeit sind. So. Dann wird jetzt hier wieder verteidigt. Das ist okay. I have been waiting for this moment.
hat es noch nicht ganz gereicht. Aber das ist okay. Das haben wir jetzt dann nachgeholt. Weiter. 20 Hitpoints. Ach komm. Good luck, friend. Kann ich jetzt gerade die ganzen Neutralisierungstränke benutzen, die ich die ganze Zeit gespart habe. Der Schutzzauber dieser Tür versperrt dir den Weg. Okay. I have no fear. Ist auch schön, dass wir so viele Hinweise haben, was wir dagegen machen sollen. Aber das wirkt sich schon irgendwie rauskriegen lassen. Gotcha. Eigentlich sehr gut. Defensive von Raum wieder hoch. Thank you. Verteilen jetzt einmal sprunghaft, dann kommt das vom Damage auch besser hin. Hier entfernen wir dann einmal die Debuffs. How generous. So. Always show me the way. Expecting a thank you. So. Machen wir jetzt so und Elaoi. Fast dann nochmal nach. Durch den Crit hätte es fast gereicht. Aber wirklich fast. We are well. Oh, okay, wir gehen erstmal weiter. Oh. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Erst unterwegs, dass es uns nicht sofort angreift. E-Beams! Eins Brown! Dieses untote Wesen scheint kaum etwas um es herum wahrzunehmen. Es scheint in seiner eigenen Welt zu sein und auf etwas zu warten. Wer bist du? Kein Name. Keine Erinnerung. Bist du Thresh's Diener? Ich bin ein Kurator. Thresh bewahrt mich vor dem Verschwinden. Ich finde besondere Dinge für ihn und zeige sie ihm. Hm.
Warum greifst du uns nicht an? Thresh nimmt viele Dinge. Ich habe ihn bekämpft. Immer wieder. Also nahm er mir meinen Zorn. Hast du was zu verkaufen? Das ist echt ein Händler. Ein Hextech Gunblade. Ich vermute, da würde sich ein Yasuo drüber freuen. Ja, würde es. Aber ich will es nicht kaufen, weil zwei von diesen Dingern haben wir schon gefunden. Und guck mal, die Gefängnistür sieht so aus, als würde die hier droppen. Wir warten erstmal mit dem Einkaufen, bis wir hier durch sind. Guck mal, Sonjas Ring haben wir ja auch gefunden. Ausdauer, Hast, Ausweichen. Normale Verteidigung, Zusatzschaden, Ausdauer. Herz aus Gold. Och, schön, was man hier alles für Items wiederfindet. Erhöht das im Kampfverhalten, Goldzusatzschaden, Ausdauer. Schön, schön, schön. Halsreif der Kapitän, Zusatzschaden, Ausdauer, Hast. Nagakaburos Statue. Auch nett. Okay. Aber nein. Ihr König des Meeres, die Angel kaufen wir mal. Und diesen Köder. So. Nicht, dass wir viel angeln würden, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Welche Ebene teleportieren? Nein, danke. Das bedeutet, das Ding ist doch merklich weitläufiger als ursprünglich gedacht. Das ist gut zu wissen. Ich würde mal Elaui gegen Ari tauschen. Bleiben wir bei Miss Fortune? Wir bleiben bei Miss Fortune. Rasten wir. Ja, wir rasten jetzt. Und gucken uns die Unterhaltung an. So, you steal people's memories? Something like that. I have a few I wouldn't mind being rid of. I can't fully control it. It would likely kill you. Well, that's no fun. Not usually. Even so, I would kill to have your power. All I've got to rely on is reading people's eyes. And good old-fashioned intimidation. It could not have been easy. One woman seizing control of Bilgewater as you have. I don't have to tell you this, but looks can only get you so far. Sooner or later, you gotta kick some teeth in. Agreed. I'm glad we can help each other in that regard. Me too. Und noch einer? The Blood Harbor Ripper on my crew. Fate must have a sense of humor. Ja, sehr gesprächig. So how many captains have you killed? A lot. They put up much of a fight? A few. Any you regret? None. Yet. Poetic. I'd swear that's a veiled compliment. You didn't ask me if I enjoy it. Do you? Yes. All right, Pike. Our day may come, but today is not that day. Instead, how about a drink?
You're serious. A toast to the strange fate that awaits us all at the bottom of the sea. I'll drink to that, Captain. Ich finde es spannend, wie sie gerade alle nach und nach miteinander bonden. Merkt ihr das? Alle Gespräche drehen sich darum, dass gerade Leute zueinander finden und so ein bisschen auch ihren Frieden miteinander machen. Das, als würde das hier ein richtiges Team werden. Wer hätte damit gerechnet? The darkness radiates from you. There is a sadness fueled by anger. Do you see an end to it? Are you always this blunt with strangers? Only those I can read. Those I understand. You and I. What use is there looking to an end? I am neither mortal nor immortal. And while I think about the past, the future, I am always intrigued by the thought of my final moment. You are not? I look one foot past the edge of my blade, and no further. That is the only future I consider. No. You see more. Grummel, grummel, grummel. Okay. Schutzzauber versperrt mir den Weg. Okay, das Spiel zwingt uns also außenrum zu gehen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich umgehen. So, okay. Sprung haben. Kabam. Ach, hier hat man schon wenig HP, so von Natur aus. Hey, this is fun. Da müssen wir eventuell nochmal nachkorrigieren. Aber zumindest für gerade reicht's aus, wie wir sehen. Buffze verteilen, beziehungsweise die Buffze. Raum hat jetzt schon 1000er Schild. Läuft. Handlungszeitraum ist ganz schön lang. Ja, aber den holt sie sich gleich. So. Welle 1 durch. So. Dann. Einmal die Buffs verteilen. Und direkt in der Defensive. Back to it. Mal gucken, ob es reicht. Ja, reicht. Der
dort müsste sie dann eigentlich halt einfach bitte nur 2000 Leben. Okay. Die Heilungsboni sind definitiv. You are more kind. For me? It's good to have friends. A shame. We could have been friends. Ich glaube, ich gehe mal kurz bei Ari in die Fähigkeiten rein. Verzauberung. Runen. Ach so, durch die Angriffe war der Buff so groß. Ich verstehe. Okay, nee, das gucken wir uns mal noch ein bisschen an. Ob wir das so dauerhaft durchhalten können. Kataloge 1. Das Blatt ist in enger, perfekter Handschrift beschrieben. Es ist nicht signiert. Diese Dokumentation dient sowohl dem voraussichtlichen Käufer als auch dem aufstrebenden Bibliothekar. Ich habe ein System entwickelt, nach dem die unzähligen Schriftstücke, Tafeln, Artefakte, Bildnisse, Schmuckstücke und Requisiten in dieser Bibliothek sortiert werden können. Das System hat noch keinen Namen. Mir ist bewusst, dass es irgendwann einen Namen braucht. Man muss aber nicht an dem System festhalten. Ich habe es so gestaltet, dass es kinderleicht zu befolgen ist. Auf der Rückseite befindet sich der Schlüssel zur Navigation und Aufrechterhaltung unseres heiligen Ortes des Wissens. Kurz gesagt, wenn du irgendwo etwas findest, bring es zurück. Die Rückseite des Blattes ist von oben bis unten mit einer komplizierten Legende beschrieben, die Bücher und Objekte in ganze 27 Kategorien aufteilt, von denen jede nochmals in Unterkategorien aufgeteilt ist. Wahrlich perfekt. Ja, klingt total einfach. Und überhaupt nicht, als könnte da irgendjemand verwirrt sein oder was schiefgehen. Huch. Wen haben wir denn da? Ein Neuankömmling. Du gehörst aber nicht zu Thresh, Tina, und bist auch nicht mehr in deinem Käfig. Wie sonderbar. Dann bist du also in einer Machtposition und doch kannst du nicht frei herumlaufen, weil du die bewachten Türen sicher bemerkt hast. An diesem Ort gibt es viele Barrieren und nur jene, die Kraft haben, können sie überwinden. Doch wir könnten einander helfen. Ich kann dir helfen, diese Barrieren einzureißen und du kannst mich aus meinem Käfig befreien. Was meinst du? Abgemacht? Hör nicht auf ihn. Er versucht dich reinzulegen. Sobald er frei ist, wird er seine Haken in dich schlagen. Du wirst nie entkommen. Ich habe vergessen, dir meinen Nachbarn vorzustellen. Das ist Seth. Ich heiße Glynn. Das macht er mit jedem Neuankömmling hier. Versucht sie gegen mich aufzuwiegeln. Du hast keinen Grund mir zu glauben, aber er versucht dich zu täuschen. Ich würde ihm nicht über den Weg trauen. Lügen! Lügen! Vertrauen verdient man sich am besten durch Handeln. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir einander auch vertrauen. Ich fange an. Du musst dein Amulett mit einem roten Stein finden. Es gibt eins in einem Raum hier in der Nähe. Folge einfach dem Weg. Auch wenn ich frei wäre, könnte ich den Raum nicht betreten. In ihm wirken Abwehrzauber gegen untote Gefangene. Wenn wir dorthin gehen, werden wir jeglicher Energie beraubt. Bring mir den Stein, dann zeige ich dir, wie man ihn benutzt. Das ist ein Trick! Alles so ein Trick! Geh, du hast kaum Zeit. Es ist nicht abzusehen, wann Thresh zurückkehrt und herausfindet, dass du fehlst. Das ist gar kein Problem. So gesehen fehlen wir ja nicht. Wir sind ja zu viel. neutralisieren.
Vitalisierungstrank. So. Er möchte deine Seele in diesem Stein eingesperrt. Wenn er sie bekommt, wenn Glynn eine lebende Seele verzehrt, wird er noch viel mächtiger. Er wird mich töten, sobald ihm das gelingt, weil ich alle seine Geheimnisse kenne. Ich kann den Stein für dich öffnen. Bring ihn lieber zu mir. Ah. Okay. Das typische Dilemma. Wem trauen wir? Wir können eigentlich nur raten. So. Der liebe Herr Stenkerhenker. Ich glaube, wir bleiben mal mit Ari in der Defensive. Okay, das ist so einer. Das ist okay. Wir machen das mal gleich. Verteilen. Und noch mit ihr 1500. Kriegen wir mehr Schaden raus. So. Dann sollte das eigentlich jetzt in der nächsten Runde funktionieren hier. So, Gold, Kataloge 2. Das Blatt ist in enger, perfekter Handschrift beschrieben, doch an manchen Stellen befinden sich Tintenflecken, als wäre die Feder auf das Papier gestoßen worden. Es ist nicht signiert. Mir ist bewusst, dass angesichts der Größe dieser Bibliothek und des Umfangs der darin enthaltenen Schriften, Tafeln, Artefakte, Bildnisse, Schmuckstücke und Requisiten viel Zeit. Dass es angesichts der Größe viel Zeit in Anspruch nimmt, die Einrichtung zu navigieren und Gegenstände an ihren vorgesehenen Platz zurückzubringen. Allerdings muss jedem vernunftbegabten Wesen auch bewusst sein, dass es angesichts der Größe dieser Bibliothek und des Umfangs der darin enthaltenen Schriften, Tafeln, Artefakte, Bildnisse, Schmuckstücke und Requisiten von allerhöchster Wichtigkeit ist, dass sämtliche Objekte erfasst, ausgewiesen
und vor allem auffindbar sind. Weder Leser noch Autor sollen dies persönlich nehmen, aber ich möchte vehement darauf hinweisen, dass ich viele Jahre an der Entwicklung dieses Systems gearbeitet habe. Ich wiederhole, wenn du von irgendwoher etwas nimmst, bring es auch wieder dorthin zurück. Gezeichnet der ziemlich gefrustete Bibliothekar. Kataloge 3. Das Blatt ist in enger, perfekter Handschrift beschrieben, doch einige Wörter scheinen beinahe in das Papier gekratzt zu sein. Es ist nicht signiert. Ich möchte keinesfalls einen einzelnen voraussichtlichen Abnehmer oder gewissenhaften Bibliothekar bezichtigen, den Zweck dieser Einrichtung, die Unantastbarkeit unserer Arbeit hier oder ihrer Organisation zu missachten. Nein, ein derartiger Verrat an diesen Idealen ist nicht einem Individuum anzulasten, sondern der ganzen Menschheit. Jedoch muss ich, so sehr es mir auch widerstrebt, den Übeltäter, ob es sich hierbei nun um einen meiner Vorgesetzten, einen voraussichtlichen Abnehmer oder einen gewissenhaften Bibliothekar handelt, darauf hinweisen, dass dieser Regelverstoß die 37. Besudelung des Katalogsystems unseres heiligen Ortes darstellt. Hätte ich die Mittel, würde ich einen derartig fahrlässigen Missetäter Bekanntschaft mit der Reißzwecke schließen lassen, auf das der Schmerz ihm die Lektionen näher bringe, die ihm Besonnenheit, Vernunft, soziale Gerechtigkeit, gute Sitten und elterliche Liebe gänzlich verwehrt haben. Und so wiederhole ich ein weiteres Mal. Wenn du von irgendwoher etwas nimmst, bring es auch wieder dorthin zurück. Ich kann mir nicht helfen. Der wirkt ein bisschen passiv-aggressiv, oder? Ist ein bisschen unentspannt. Nicht so richtig hang loose, der Kerl. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Mit dem Gefangenen sprechen. Du siehst kostbar aus. Lass dich näher anschauen. Zelle aufschließen. Es ist Zeit zu fressen. The fun begins. Moment. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Das ist ein ernsthaft zu nehmender 10.000 Hitpoint Gegner. Bestellt hatte ich das Würstchen aus der Zelle. Ich möchte gerne mit dem Koch sprechen. Schön, läuft. Aua. Like strike from ice troll. Jetzt muss ich einmal gucken. Tempo Lane. Entfernt zwei Debuffs. Aua. Könntest du bitte, wenn, dann den Raum hauen? You make me strong. Gut. Brown bleibt in der Defensiven. Hier wurde erstmal wieder gesprunghaftet. Stand still, this'll go quicker. Aber das sind nur 1000. Nee, wir machen das mit Ari.
You're done. Ja, wir erlauben uns das jetzt noch, einen Durchlauf. Expecting a thank you. Thanks, Brawn. I can let go. Kugel finde ich übrigens extrem cool. Uralter Umhang, Herz aus Gold, Seelenkristallsplitter. Seht ihr gut, dass wir nichts gekauft haben. Necrets Tagebucheintrag 3. Uns fehlt 2. Ich wusste, dass es irgendwann passieren würde. Viego hat Königin Isolde isoliert. Isolde isoliert. Und keiner von uns darf mehr mit ihr sprechen. Er lässt niemanden mehr in ihre verschlossenen Gemächer. Nicht einmal die Zimmermädchen. Ich lausche daher oft an der Tür und komme mir dabei vor wie ein Idiot. Der König quasselt ohne Unterlass. Aber er scheint es so schlecht zu gehen, dass er nicht sprechen kann. Wirklich entsetzlich. Draußen geht das Leben weiter und wird jeden Tag chaotischer und gefährlicher. An den Tagen, an denen Viego sich weigert, die königlichen Gemächer zu verlassen, muss ich ihm die Nachrichten durch die versperrte Tür zurufen. Und was das für Nachrichten sind? Missernten, Aufstände in den Straßen, die Ritterorden, die sich aufspielen und unsere Nachbarn bedrohen. Ich habe Angst, dass sich diese Machtspielchen zu einem Blutvergießen ausweiten, wenn unser König nicht vor Ort ist. Ich hoffe, dass sie etwas gefunden hat, um Isolde zu heilen. Und natürlich das alte, wackelige Gleichgewicht unseres Königs wiederherstellen. Doch auch wenn Kalista das gelungen sein sollte, stelle ich mir die Frage, wie lange ein Reich mit einem dermaßen sprunghaften König überleben kann. Haben wir den Weg des schlechten Herrschens und Durcheinanders schon so weit beschritten, dass wir nie wieder zu den guten alten Zeiten zurückkehren können? Okay. Hier war jetzt kein Amulett. Das heißt, wir müssen dann noch weiter. Und zwei Irrlichter, alles klar. Wir fangen mal mit den Irrlichtern an. Ja, das da bitte. Fest mit Fest. Okay. Ich sehe gewisse Parallelen. Who's ready to die? Okay, das war gut. Dann Defensive aufbauen. How generous.
was machen, fürchte ich. Werden hier jetzt einmal. Ach ja, genau, wir hatten ja gerade. Ja, erhöhte Kritchance finde ich aber gut. Die Jungs. I needed that. You are my shield. Aren't you sweet? You're always there for me. Gotcha. So, dann schaffen wir jetzt hier den Rest. Spätestens mit der Handlung nach der Ulti. Yep.